Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Nun möchte ich diesen Auslass hier noch produzieren, muss aber bedenken, der ist seitlich versetzt. Also setze ich mir hier mal einen Zylinder hin, der die zukünftige Kanne hier, also den Milchschäumer, symbolisiert. Dazu gehe ich hin und nehme mal einen Zylinder. Der ist recht klein. Gehe mal am besten in die Draufsicht. So. Schieb ihn mal an diese Stelle. Nur damit ich so ein bisschen, die Höhe können wir ja auch mal einstellen. Drop it on the floor. Okay. So, dann wäre ich jetzt in meinem Blech drin. Muss also, hier ist ja mein Blech, muss den Radius noch viel kleiner machen. Setze das also hier mal ran. Ja. Ungefähr, damit das hinkommt. Setze ihn noch ein bisschen höher. Mache ihn ein bisschen kleiner. Ich schaue mir das nochmal zum Vergleich an, wie weit der hier von der Ecke weg ist, also ziemlich bündig. So, damit ich so ein bisschen Orientierung habe. Jetzt nehme ich dieses Blech und konvertiere das in ein Polygon. Gehe in den Kantenmodus. Ich möchte jetzt zwei Kanten schneiden. Das heißt, ich selektiere diese und diese. Jetzt gibt es in Cinema 4D den Befehl, nicht nur mit dem Messer zu arbeiten, sondern auch Kanten schneiden. Dort stelle ich jetzt mal ein Offset ein, vielleicht von 20, und sage, 2 soll er schneiden. Schauen wir uns das erstmal an und N-Gons müssen wir ausmalen, damit wir die Schnitte auch sehen. Aha, 20 ist zu gering. Jetzt kann ich also hier rübergehen, um das so ein bisschen einzuschätzen. Muss jetzt nochmal vergleichen, wie breit das wohl werden wird. Noch ein bisschen breiter. Die Breite kann ich also hier einstellen. Noch ein bisschen rüber. Ruhig so, denke ich mal, mach das genau auf 20. Ist das schon okay? Meine Kanne mache ich jetzt aus. Habe meinen Schnitt hier. Und jetzt gehe ich hin und unterteile nochmal diese Fläche, nehme also wieder meine Kanten und selektiere diese beiden. Und jetzt nehme ich das Messer. Dort. Gehe auf Ebenen und nur auf Selektion beschränken, aber in der Höhe. Schau mal, wie groß das sein muss. Ich würde mal denken, das geht hier so bis zur Tasse. Also so. Vielleicht bis hier. Gut. Jetzt möchte ich diese Fläche nach innen drücken, also sprich extrudieren. Und wenn ich jetzt diese Flächen mal alle vom Ende mit String A selektiere, fällt mir was auf. Ja, wieso ist das blau? Hier ist es gelb. So rum kennen wir das. Das heißt, die normalen Ausrichtungen sind verkehrt rum. Ist jetzt eine einzige verkehrt rum, kann ich über diese Funktion normalen Ausrichten alle in den Einklang bringen. Aber jetzt sind ja alle verkehrt rum, also sage ich normalen umdrehen. Das könnte sonst beim Beveln und sonstigen Befehlen richtig zu Problemen führen. Jetzt gehe ich mal näher ran und selektiere nur diese Fläche. Die möchte ich jetzt erstmal innen extrudieren. Also nach innen extrudieren, nicht den Befehl innen extrudieren, und dann sage ich mal minus 10. Schiebe ich das hier rein. Jetzt gehe ich wieder in den Kantenmodus und selektiere mit dem Loop-Werkzeug diese Kante. Gehe mal was näher ran, bisschen höher, damit ich das so sehen kann, und sage Struktur beveln. Hier sage ich mal ein 2er Offset und 4 Unterteilungen und N-Gonal.
Dann habe ich also jetzt diese Kanten schön gerundet für innen drin. Und das ist gut. Jetzt nehme ich wieder die Flächen auf und möchte hier ja jetzt ein bisschen das kleiner gestalten. Das heißt, ich muss jetzt hier diesen Abstand mehr erreichen für dieses Gerät hier in der Mitte und sage, ich möchte diese Struktur innen extrudieren. Erst einmal, sagen wir mal, was mehr, so 10. Und sagen, zuweisen. Das ist noch zu wenig, muss also den Abstand ein bisschen größer machen. Und von oben ist das, ziehe ich das jetzt einfach nach oben ein bisschen. So. Okay, das ist gut. Nun gehe ich hin und skaliere mir die Fläche noch ein bisschen rüber. Da der ja der Mittelpunkt ist, gehe ich in die Modellachse und setze den mal in die richtige Richtung. Und schiebe, jetzt skaliere ich mir die Fläche einfach so ein bisschen rum. Schauen wir das mal von vorne an. Ja, das ist okay. Jetzt gehe ich wieder in den Kantenmodus, möchte das nochmal unterteilen. Wenn ich jetzt Kanten schneiden machen würde, wird das hier garantiert zerspringen. Aber wir können das ja mal probieren, um das mal zu demonstrieren. Sage, einen Schnitt mal. Zuschneiden, sehen Sie? Das meinte ich gerade, also das lassen wir besser in dem Fall, weil ich dann einfach wieder unnötige Polygone kriege und nehme jetzt hier mein Messer, weil ich brauche ja nur einen Schnitt in die richtige Richtung. Auf Selektion beschränkt, sagen wir so. Und dann sieht das schon viel, viel besser aus. Jetzt gehe ich wieder in den Flächenmodus, selektiere mir die obere Fläche, um jetzt das, jetzt können wir das auch wieder auf 0 setzen, besser ist, dass das alles mittig geschieht und sage, diese Struktur will ich extrudieren und schiebe die jetzt mal richtig raus. 20, ja, das ist schön, das steht so vor, dann haben wir das und mache mir hier noch einen kleinen Schnitt rein gleich für das untere, aber ich konstruiere jetzt erstmal das obere, gehe ich also dort an die Kante ran und bevel das nochmal, nehme die Loop-Selektion, nehme das Beveln, wenn es hier noch wäre, muss ich also wieder in Struktur beveln. Lassen wir das mal so einstellen, nicht linear. Oh, da unten habe ich linear gemacht, hätte konvex sein müssen. So, zuweisen, damit das schön rund wird. Kann ich auch meine schräge Kante da unten eingebaut lassen. Also ich hätte eben auch darauf achten müssen, das hier konvex zu machen, damit ich hier eine Rundung kriege. Schau mir das nochmal im Bildmanager an. Ja, das hat so eine schöne Kante. Die Prägung, die machen wir natürlich zum Schluss. Und jetzt haben wir hier noch diese Kanäle, die wir da machen müssen. Das lasse ich jetzt also so. Okay, gehe nochmal unten an die Fläche ran. Mache mir hier noch einen kleinen Schnitt rein, indem ich die zwei nochmal selektiere. So, nehme nochmal das Messer. Schneid hier ein bisschen ab, weil da ist, glaube ich, so eine kleine Lücke zwischen. Und dann gehe ich in die Fläche, selektiere mir diese Fläche und extrudiere die aber jetzt mal nicht so stark raus. Ich schaue nochmal eben zum Vergleich mir das an. Das täuscht hier nur, ich denke mal, das hat dieselbe Breite. Okay. Und extrudiere das auch nach draußen. Aber nicht 20, sondern vielleicht 5. Ne, das ist zu wenig. Sagen wir mal 10. Okay. Gehe auch dabei hin und bevel die Kante. Nehme also wieder den Loop. Beveln, zuweisen. Fertig. Habe ich das auch. Jetzt hat das ja innen drin noch Unterteilungen. Das will ich aber, schaue ich mir nochmal an, wie will ich das jetzt hier bewerkstelligen. Das hier sieht nochmal wie so eine Gerätschaft aus. Gehe also jetzt mal hin, wieder in den Kantenmodus.
Nehme nochmal eine Loop-Selektion und wähle das Innere aus. Und sage mal, ich hätte gerne 4 Schnitte. Dazu nehme ich mein Messer. Ich stelle mal 4 ein. In die richtige Richtung. Der Abstand ist zu groß. Machen wir erst 20. Muss ich jetzt ermitteln. So, so, so. Noch ein bisschen mehr. Mhm. 2, 4. Ich mache das in Zweierschnitten. Das ist besser. Gehe also jetzt hin und gehe mal in die Seitenansicht von vorne, damit ich das genau machen kann. Gehe nah ran, sage wieder das Snapping aktivieren, das und das. Aber dann wird die Lücke zu groß, also machen wir den noch kleiner, 20. Also einmal hier. Dann muss ich den Loop nochmal auswählen. Ich will mal einen Trick zeigen, wie ich mir den Loop immer wiederholen kann, wenn ich schneiden kann. Ich habe den noch und sage jetzt, diese Kante möchte ich einfrieren. Ja, das ist meine Kantenauswahl, diese hier. Jetzt schneide ich das und dann sage ich Selektion wiederherstellen. Zack, und dann kann ich hier in derselben Kante nochmal schneiden. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, das passt ja nicht so genau. Müssen wir mal schauen. Also, das ungefähr den Abstand, mache mir beim Messer das Snapping aus. Gehe mal näher ran und setze das hier so ungefähr im gleichen Abstand. So, das passt doch. Warum habe ich es denn? Ich habe nur die falsche Linie genommen da. So, dann ist das schon okay. Gut, das hätten wir. Dann gehe ich jetzt in die Frontansicht, selektiere mir diese Flächen nochmal, extrudiere sie wiederum heraus, okay. Jetzt möchte ich das natürlich, wenn wir uns das hier anschauen, sieht das ja so richtig rund aus, also werde ich die Kanten jetzt richtig beveln. Und möchte aber nur die seitlichen Kanten haben, also nehme ich jetzt erstmal 2 Loops im Kantenmodus. Also einmal den, den und deselektiere die oberen. Da brauche ich sicherlich eine kleinere Spitze. Den weg mit String gedrückt, den und den. Und bevel das. Jetzt muss ich natürlich sicherlich viel mehr beveln, um das rund zu bekommen. Noch ein bisschen mehr Unterteilung. Okay. Lass mal rendern, schaue ich mir mal eben an. Das sieht perfekt aus. So wollte ich das haben. Also, ich werde natürlich nicht die Original-Kaffeemaschine kriegen, aber das sieht ja schon schön aus. So, was machen wir als nächstes? Schaue ich mir nochmal das Bild an. Das soll dieser Auslass sein. Wollen wir uns oben diesem Blech kümmern, um diese Kaffeemaschine zu schließen. Dazu zeichne ich jetzt erstmal dieses seitliche Blech. Gehe also in die Seitenansicht. Hier oben rein. Und das muss ja, wenn ich mir das nochmal auf dem Bild zu Gemüte führe, quasi bis vorne, ja, etwas zurückliegend, denke ich mal, ist das. Also nicht bis ganz die Kante, ungefähr so die Höhe hier. Gehe nochmal rein. Okay, und zeichne das jetzt ran. Gehe mal etwas näher ran, damit ich hier genau zeichnen kann. Nehme wieder ein Bezier-Nurb, setze den Punkt, den ersten hier. Schaue aber vorher mal, ob mein Snapping an ist. Das sollte jetzt an sein, wäre besser. Okay, dann wollen wir zeichnen. Einmal hier. Jetzt muss ich mal eben weiter weggehen, um ungefähr hier diese Mitte ist das. Ziehe die Anfasser raus. Dann wird das ja ein bisschen schräg. Braucht da auch Anfasser. Und hier wird es wieder gerade und sage erstmal Spline schließen. Okay. Jetzt gehe ich ran und packe mir das genau an. Setze den also jetzt genau hier drauf. Wir sehen, der ist geschlossen. Ja, da ist er.
setze das hier ran, gehe an die Tangente mal nah ran. Die möchte ich recht waagerecht bekommen. Hier setze ich das an die richtige Höhe. Bringe den auf dieselbe Höhe, setze auch den schon mal waagerecht. Jetzt schaue ich mir das ganze Konstrukt nochmal an, wie stark die Bögen da sind. Hier ist also ein kleiner Radius da auch, aber es ist halt schräg. Aber vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr übertrieben, nicht ganz so schräg. Okay, bringe erstmal diese Achse jetzt nach oben, indem ich mit Shift diese erstmal senkrecht stelle. Diese auch. Okay. Und jetzt muss ich natürlich mein Snapping ausmachen, sonst werde ich das nicht hinbekommen. Mache mir diese Achse mal aus und, upsa, sind noch beide Punkte selektiert, also wähle ich mir wieder nur einen aus. Ich stelle das schräg, indem ich jetzt aber Shift gedrückt halte. Und gehe hier noch ein bisschen nach links, Snapping nochmal an. Machen wir ruhig einen Punkt weiter. Beide sind aktiviert. So. Snapping wieder aus und versuche jetzt hier so eine Diagonale zu bekommen. Das hätte ich jetzt so. Jetzt brauche ich aber wieder für meine Rundung noch ein paar Punkte. Also setze ich erstmal eine hier hin und einen dort hin. Gehe hin und bringe den mal näher ran. Jetzt kann ich hier diese Tangente ein bisschen rausbiegen, um hier meine Kurve zu bekommen. Den jetzt noch ein bisschen rübersetzen. Den noch ein bisschen rein und dafür raus. Okay. Das gleiche hier oben, den ein bisschen rein. Mit Shift-Klick den ein bisschen rausholen. So, setze den noch ziemlich gerade und bringe jetzt nochmal mit dem Snapping den auf die richtige Linie. Zack, bisschen noch raus. So, nur nochmal den Anfasser. Ja, der kann ruhig da einsnappen. Also nehme ich hier nochmal den Anfasser und lasse den genau hier einsnappen. Das ist gut und das mache ich hier unten. Passt das nicht so ganz, also machen wir es besser so, dass wir den noch ein bisschen zurücksetzen und den ein bisschen rausholen. Das sieht gut aus von der Form. Wechsle in meine Ansicht und muss das jetzt wieder in die richtige Position bringen. In Richtung Z. Plusbereich 250 war das, meine ich. Minusbereich. So, da bin ich hier. An der Kante. 300 war zu viel. Wie viel haben wir denn da genommen? 280. Ach, jetzt hat er wieder. So, jetzt habe ich das an der Kante stehen. Und lasse das Ganze gleich mal extrudieren oder auch nicht. Jetzt habe ich ja hier nochmal so eine Abstufung. Und hier ist das Ganze etwas kleiner. Da muss ich also jetzt nochmal schauen. Das ist also so breit. Und jetzt würde ich das nicht extrudieren. Könnte ich machen. Und dann das skalieren, aber das will ich nicht. Ich nehme jetzt dafür mal ein Loft-Nurb. Ich dupliziere mir also jetzt diesen Spline. Den schiebe ich jetzt in der Draufsicht an diese Kante. Mache mir die Achse an mit Alt-D und schiebe ihn mal hier ran. Das kann ich auch wieder mit dem Snapping machen. Ist aktiv. Zack, zack, so. Das wären die ersten beiden und diese beiden dupliziere ich mir. Gehe in die Draufsicht wieder und schiebe die zwei jetzt an diese Position. Na, da komme ich mit dem Snapping nicht ganz hin. Da muss ich das Snapping nochmal ausschalten.
das mal hier hin. Okay. So, dann soll ja da eine Rundung erfolgen. Das heißt, ich nehme die inneren beiden. Muss jetzt auch die Reihenfolge beachten. Fange mal links an und achte darauf, dass der als oberstes ist. Dann kommt dieser. Dann muss der als innerer sein. Also habe ich diese Reihenfolge, ne? Von links nach rechts jetzt mal. Oder eben andersrum. Jetzt nehme ich immer die jeweiligen inneren, fange ich hier an, duplizieren mir nochmal dazwischen, gehe jetzt in die Draufsicht wieder und setze den mal ein kleines Stückchen nach hier. Okay. Und verkleinere ihn. Schau mir das nochmal an. Ist das auch vorne eingelassen? Ja, also kann ich den fast proportional verkleinern. Gehe wieder in diese Seitenansicht und nehme mein Skalierwerkzeug, schalte meine Achse an. Der hat jetzt seinen Achsenpunkt dort. Jetzt muss ich die Achse hier reinbringen in das Objekt und da gehe ich mal hin und sage Struktur, Achse zentrieren. Dann habe ich die Achse dort. Wichtig ist, dass die zwei Punkte eingestellt werden. Weil ich den jetzt verschoben habe da. So, jetzt kann ich ihn auch hier proportional skalieren. Gehe mal wieder näher ran. Packe hier einfach ein bisschen ran. So. Da ich aber bedenken muss, ich muss ihn nach rechts, soll er nicht skalieren, gehe ich mal hin und setze mal die Modellachse wieder um. Das kriege ich jetzt von dem Spline nicht hin. Aber ich kann die Achse hier drüber verschieben. Setze die Achse mal hier hin. Okay. Nehme mein Skalierwerkzeug und wenn ich jetzt skaliere, sehen Sie ja, bleibt das stehen und ich kann hier proportional gleichmäßig skalieren. Also ich sage ein bisschen nach rechts und hier noch ein bisschen nach unten. So. Okay. Guti gut. Den dupliziere ich mir jetzt. Und schiebe ihn hier rüber. Gehe in die Draufsicht und mache ungefähr den gleichen Abstand zu diesem hier. Wie viel habe ich hier genommen? Nehme ich mal ungefähr die Hälfte. Ja, ist da auch. So, jetzt nehme ich ein Loftnerb und stecke alles da rein. Wichtig ist, dass die Reihenfolge ja an war. Ich selektiere also mal alles, stecke das da rein. Schwuppdiwupp habe ich dieses Gebilde geschaffen mit einem Loftnerb. Jetzt schaue ich mir das mal an, nochmal genau. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Jetzt muss ich mal gucken, wie mein Anschluss hier ist. Vergleiche das mal da. Und sehe, das ist vielleicht ein bisschen hoch da. Würde aber jetzt auf keinen Fall. Ich gehe mal in die Seitenansicht. Hier ist es ein bisschen hoch. Dann brauche ich ja bloß an dieses rangehen. Und da das ja im Symmetrieobjekt ist, Winkel. Dort haben wir ihn. Schnappe mir diese Punkte. Gehe mal in die andere Ansicht von vorne. Und ziehe die jetzt einfach hier auf die gleiche Höhe runter. Schalte mal das Extrudnerb aus. Hier habe ich meinen Blechwinkel. Und selektiere jetzt diese mit einer Rechteckauswahl. Zack. Und setze das jetzt auf die gleiche Höhe hier. Mache das Snapping mal an. Weil das sieht nach einer Linie aus, die wir hier genau verfolgen können. Schalten den Winkel wieder ein. Und schon habe ich das Ganze mit einer vernünftigen Anschlussform. Gut. Das schaut dann nach der Kaffeemaschine-Oberteil aus. Jetzt brauchen wir nur noch das Blech für oben drauf.
das hat jetzt hier wieder verschiedene Strukturen, also müssen wir nochmal ein Lochblech machen. Also würde ich das jetzt in drei Teile machen, damit das auch drei Elemente sind. Und wenn man es animieren will, kann man diese Fläche ja unterteilen. Muss also hier hinten, hat das auch noch so ein Blech. Das heißt, rein theoretisch hat das oben auch einen Winkel, aber das lassen wir jetzt mal. Ich setze jetzt hier mal drei so Flächen drauf. Und davon eine mit Löchern, eine mit Schlitze und jeweils diese Öffnungsclips. Gehe ich also in die Draufsicht von oben, nehme mir wieder ein Rechteck. Die Größe passt ja, nur wir müssen die Breite halt, genau umgekehrt, die Breite ist die Höhe. Also ein bisschen schmaler gestalten. Setzen das mal hier hin. So, wenn die Linie verschwindet, so wie da, dann passt das schon. Muss mir aber trotzdem nochmal die Größe angucken. Also das war so, das ist noch größer, das ist schmaler. Also werde ich das noch aufeinander abstimmen, da ich es noch nicht genau weiß. Ich dupliziere mir dieses Rechteck erstmal, setze das mal daneben und dupliziere mir das noch einmal, setze das daneben. So, das ist ja das Größte gewesen hier, von der Fläche her, schmal, mittelgroß. Okay, mach das mal auf 160. Dann setze ich das andere sehr schmal. So ungefähr. Bringe das hier rein. Zack, bis es sitzt. Und nehme das. Und das wird jetzt zu groß von der Proportion. Sie sehen, da muss man jetzt mal ein bisschen probieren. Ich kann es aber viel leichter haben, wenn ich jetzt hingehe und verschiebe mir diese Achsen von den Objekten. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Struktur, Achsen zentrieren und sage jetzt, ich möchte diese Achse jetzt ausrichten in Richtung Z. So, mal gucken, ist das die richtige Richtung? Das macht er nämlich nicht. Also muss ich jetzt hier zurücksetzen, das bringt nichts, also nochmal zurückgehen. Ich muss also die Achsenverschiebung geben und dafür mache ich mein Objekt mal in der Höhe genau nochmal 200. Gehe ich jetzt hin und verschiebe diese Achse, wenn ich das jetzt hier nochmal auf 0 bringe und verschiebe die Achse jetzt um 100 im Z-Richtung, geht das natürlich nur, wenn das ein Polygon ist. Also ein Spline, konvertiere ich ihn, sage so, jetzt verschiebe ich die Achse, dann bekomme ich die Achse hier hin. Warum mache ich das? Ich kann den jetzt hier genau setzen und wenn ich jetzt skaliere, kann ich das so schieben aus dieser und die nächste, darum lösche ich diese zwei nochmal, kann ich jetzt daran setzen und das alles in Einklang bringen. Dupliziere mir also den nochmal, schiebe ihn jetzt nach hier, mal so ran, den wollte ich nicht unterordnen, kann also diesen jetzt hier auch aus dieser Richtung skalieren, setze den jetzt hier rein, setze ihn hier ran und bringe ihn jetzt mit der Leertaste, macht er den jetzt nicht, hier ran. So denke ich, habe ich fast dieselben Proportionen. Jetzt bin ich natürlich noch nicht in der richtigen Höhe. Machen wir das eben. Das war ja meine Seitenansicht. Bringe ich diese drei also auf die richtige Höhe. Ich selektiere alle drei. Verschiebe Modus nach oben. So. Snappt wieder ein. Perfekt. Alle drei liegen hier oben. Nehme jetzt drei Extrude-Nabs, um jetzt erstmal die Flächen zu erzeugen. Stelle mir also ein Extrude-Nab ein in der Tiefe, also in der Höhenangabe, auf minus 2. Wir hatten die ja mal 2 dick gemacht. Setze doch mal meinen ersten rein. Dann habe ich die Platte. Gut, nehme den nochmal raus und dupliziere mir diese Nabs jetzt.
und stecke jeweils, dann brauche ich die nicht alle einstellen, ja? Rationalisiertes Arbeiten. Einmal, zweimal. Und einmal daneben. So, jetzt habe ich alle drei Platten, mache das aber nochmal unsichtbar. Kann mir die hier aber anschauen. Und die erste hier, die nenne ich einfach mal 1, 2 Deckel, dann nehmen wir die Deckel noch hinterher. Ich bin ja Schreibfrau. Kopiere ich mir das. Das nenne ich dann 1 Leerstelle Deckel. Und das ist dann Nummer 3. Deckel. So, damit ich die unterscheiden kann. 1, 2, 3. Jetzt muss ich ja in dem ersten wieder Löcher reinbringen. Ich schaue mir das nochmal an. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. Gehe also in das erste ran. Mache das NURB aus. Gehe wieder in die Draufsicht. Und muss mir einen Kreis nehmen. Den natürlich recht klein machen. Nun schaue ich mir nochmal an, wie weit das hier so vom Rand weg ist, also recht knapp. Okay. Gehe ich hin, setze das mal hier so rein. Und hier so rein, mache das noch ein bisschen kleiner. 5 ist schon. Muss man mal überlegen. Der sitzt noch unten, das ist klar. 5 ist zu klein. Etwas kleiner als der. Machen wir die ruhig so weit weg vom Rand. Dann passt das schon. So, jetzt muss ich ihn auf dieselbe Höhe bringen wie meine Splines. Da kann ich mir ja anschauen. Die sind in der Höhe auf 630. Nehme mir diesen Wert. Und bringe den Kreis auch auf diese Höhe. Damit, wenn ich hier jetzt bin, dass hier oben das auch alles in derselben Höhe liegt. Ne? Wenn ich das gleich wieder verbinde. Jetzt gehe ich wieder hin und dupliziere. Mache jetzt erstmal diese Richtung. Dupliziere ihn linear. Schalte mir mit Shift das auch noch an. 7. Okay, Verschiebung Richtung X ist schon mal gut, aber schauen wir, wie viel wir jetzt noch brauchen. Ich schaue mir noch mal ein Bild an, die Abstände. Oh, das ist schon so okay. Dann passt das hier auch wenigstens einigermaßen. Komma 6. Ja, so ist gut. Diese Copies habe ich, dann gehe ich hin, stecke den da wieder rein. Dupliziere das Ganze noch einmal. Sechs Reihen hatten wir gesagt. Nicht Abstand X, sondern Abstand Z. Und das müsste Minus sein. Machen wir mal 20. Okay. Das sieht doch gut aus. Na, gehen wir nah ran. Um jetzt hier ungefähr genau wie hier diesen Abstand zu machen. Das ist da, muss ich also ein bisschen mehr als eine. Dann sage ich 28,5 erstmal. Zu viel, 0,3. So. Okay, das sind jetzt meine. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob ich jetzt nicht wieder dasselbe fabriziere, was ich heute Morgen fabriziert habe. Ich muss also hier Deckel 1 erstmal rausnehmen. Das ist ja dieser Spline, der dazugehört. Jetzt darf ich also nicht hier den gleichen Fehler machen, muss erstmal alle Unterobjekte selektieren, dann konvertieren, sodass das wieder Punkte werden. Und jetzt muss ich nochmal alle Unterobjekte selektieren. Das mit String-Klick und verbinden. Dann bekomme ich 1. Kann jetzt das hier rauslöschen.
Und diesmal ist es ja richtig gelaufen. Mein Spline brauchen wir auch nicht mehr. Hab mein Spline außen rundherum und habe das Ganze. Das war jetzt die richtige Reihenfolge, ohne dass es nicht funktioniert. Gut. Dann gehe ich jetzt hin, stecke das Ganze wieder hier rein. Schalte das ein und mache auch hier ein bisschen den Grat. Muss jetzt also hier auch wieder in die Deckflächen gehen und dort beim Start sage ich jetzt natürlich sehr wenig. 1 und 3 Unterteilung. Das ist noch zu viel. 0,5. Das will er nicht, so klein. Ach so, das sind ja, hier ist ja der Radius, Entschuldigung, verwechselt. 2, 1, okay, und hier machen wir mal 2 Unterteilungen, damit es etwas runder wird. Okay, das hätten wir. Das schaut doch gut aus. Gut. So, das wäre das erste, das Blech. Kommen wir zum zweiten. Schauen wir uns das nochmal an. Das hat hier vorne einen Schlitz und da hinten ein paar Schlitze. Gehe ich also wieder in die Draufsicht. Kann das mal ausschalten erstmal. Nehme mir jetzt ein Rechteck-Spline. Ich kann mir aber auch diesen nehmen. Das mache ich. Geht viel, viel schneller. Dann brauche ich ihn nicht nach oben bringen und. Ich dupliziere den jetzt einfach erstmal. Hier oben raus, schnappe mir die Ecken, zack, ziehe ihn klein zusammen, da fangen wir hinten an, so, da ist aber was verschoben, da habe ich gerade irgendwas nicht richtig selektiert. So, das habe ich nicht richtig verschoben. Muss also genau aufpassen. So verschieben. Dann diese zwei. Dann die zwei. Okay. Jetzt gucke ich mir noch mal kurz die Größe an, ob das nicht zu dick ist. Viel schmaler. Viel, viel schmaler. So, dann mache ich aber jetzt mein Snapping aus. Weil sonst kriege ich das nicht hin. Gehe mal was näher ran. Nehme wieder meine Rechteckselektion. Ziehe die zwei noch ein bisschen enger beisammen. Ja, so sollte gut sein. Nun werde ich die Position noch ein bisschen ändern. Schaue ich mal. Der hat ja jetzt natürlich seine Kante hier. Sehen Sie das? Das werde ich jetzt noch eben wieder korrigieren. Den Punkt mal hier hinsetzen. Aber wir wollen ja jetzt nichts skalieren. Also geht das so ungefähr. Ich kann auch jetzt, da das ja ein Spline ist, Struktur, Achse zentrieren, ausführen. Dann setzt er mir den wieder genau mittig. Und dann ist das auch okay. Also sobald das ein Spline ist, kann ich die Achse zentrieren. Setze es mal hier so auf ungefähr gleicher Höhe. Ja, das ist gut. Jetzt dupliziere ich das, aber das darf ja nicht bis vorne dupliziert werden, also so ungefähr 2/3. In Richtung X. Ich schaue mir das an. Muss natürlich viel mehr Kopien geben. Mit weniger Abstand. Zu viele. Ja, sagen wir mal 22. Das ist schon okay. Ja, das sieht gut aus. Hab sie ja jetzt auch direkt hier oben liegen. Das war jetzt der Vorteil, wenn ich die aus dem Spline rausgemacht habe, weil die auch direkt die Höhe von 630 hier haben. Jetzt brauche ich die auch nicht konvertieren. Ich setze also den nur hier rein.
wähle die mal alle aus und sage jetzt, ich kann auch mal Punktemodus gehen, dann sehen Sie das. Habe ich jetzt meinen Deckel 2 Spline fehlt noch natürlich, der hier. Der muss ebenfalls da rein. So, also noch einmal selektieren, verbinden. Das wird wieder 1. Den kann ich rausziehen, das kann ich alles löschen. Gehe mal hin, klicke ihn an, da sehen wir alle Punkte und stecke ihn wieder zurück in seinen Extrude-Nab. Mache das an, mache mal den Punktemodus aus und dann hätte ich jetzt hier dieses Gitterblech. Jetzt fehlt mir aber noch ein einziger. Dazu mache ich das Ganze nochmal rückgängig. Hier vorne muss ja auch einer sein. Also gehe ich nochmal hin und setze das nochmal zurück. Das ist schon alles okay. Hier habe ich meine Splines. Den kann ich mal schließen. Mache das also nochmal weg. Hier haben wir alles. Nehme den letzten der Reihe, dupliziere ihn mir noch einmal. Setze ihn in die Gruppe rein. Na komm, und rein mit dir. So, den schiebe ich jetzt in der Draufsicht nach vorne. Ungefähr hier. Geh mal näher ran, guck mir das nochmal an. Ja. Oder wir machen es auch hier, dass es hier mit dem Kreis auch abendet. So, jetzt gehe ich nochmal hin. Dasselbe wie eben. Selektiere alle, verbinden, neuer Spline brauche ich, das kann weggelöscht werden, setze das in meinen Deckel 2 rein, schalte ein, fertig ist das Ganze. So, habe ich hier einen Schlitz, dort einen Schlitz, okay, das hätten wir. Wie schaut das dritte aus? Da ist eigentlich nur der Knauf. Diese Knaufe und das werden wir gleich noch machen. Aber ich denke mal, soweit reicht das erstmal für dieses Tutorial. Lassen mal rendern eben, wie das schon mal optisch aussieht. Wir sollten hier noch ein bisschen dran arbeiten im nächsten Tutorial, dass das hier auch geschlossen ist. Okay, das werde ich dann erledigen. Speichere das mal zwischendurch und damit mir diese Datei nicht verloren geht, sage ich nochmal Incremental speichern, damit ich eine weitere Version bekomme.